Lachen ist gesund. Was der Sonnenschein für die Blumen ist, das sind lachende Gesichter für die Menschen. Ich habe mir einen Ast gelacht. Was könntest du dir vorstellen, wäre so ein Song, wo man wirklich extra zum Lachen animiert werden soll? Och, also gerade im Moment fällt mir kein Song ein, weil heutzutage gibt's... Rucki-zucki. Ja gut, da lachen sie ja nicht, das ist... Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ja gut, das sind so Songs, die zum Lachen oder zum Schmunzeln anregen, aber jetzt so... Ich hab mir vor Lachen fast in die Hose gepinkelt und ich musste mich coolen vor Lachen. Songs, wo extra gelacht wird, kenne ich nicht, aber... Genghis Khan, Genghis Khan, hey Reiter, ho, Reiter, ja gut, das sind dann die alten Songs, ne? Weil heutzutage ist das eher weniger geworden. Ach, ist das so traurig heutzutage? Nee, aber es ist viel geklaut, und aber weniger mit Lachen. Da lachen ja die Hühner. Nicht modern. Jetzt erstmalig die Chance, selbst ein Lied anzustimmen, wo es einfach nur fröhlich zugeht. Bitte. Tanz, tanz in den Morgen. Tanze mit mir. Den Song gibt's doch schon. Morgen. So geht das nicht. Darfst du doch nicht machen. Lachen ist verboten. Das ist doch lächerlich. Lachen ist für mich ein Ausdruck der absoluten Freude in einem Glücksmomentum. Wann zum Beispiel kommt so ein Moment? So ein Moment kann eigentlich jederzeit kommen, aber eher kommt er doch, wenn ich mit sehr guten Freunden zusammen bin. Ich musste so lachen, dass mir die Tränen kamen. Das ist manchmal so absurd, das kann man nicht erleben. Zum Lachen braucht es immer ein wenig Geist. Das Tier lacht nicht. Das ist manchmal so absurd. Es ist aber nicht so die Ironie, die euch liegt, sondern... Doch, durchaus auch die Ironie, doch. Aber es ist beides. Es ist einmal entweder aus der Situation heraus die Blöde, oder es ist tatsächlich mal ein ironischer Witz. Ich finde das affig. Dir wird das Lachen auch schon noch vergehen. Lachst du denn auch über dich selbst? Na klar doch. Selbstironie ist das Beste, was es gibt. So geht das nicht. Lach über die Dinge, dann hältst du sie aus. Wenn man da so ganz herzhaft lacht, so richtig von unten raus, aus der Seele heraus, dann ist das doch, hat das doch was richtig von unten raus. Befreiendes, also weil das Zwerchfell kommt in Schwingung und man ist anschließend ein bisschen erschöpft, aber man ist auch glücklich, oder? Also geht's mir. Ja, man ist sehr glücklich, aber manchmal ist es auch ein Lachflash, ein sogenannter, wo man dann minutenlang lacht, und das kann dann wirklich wehtun und anstrengend werden. Das ist ja die größte Kalorienverbrennung. Lachen ist eine der ernsthaftesten Angelegenheiten. Ha, ha, ha. Das ist nicht zum Lachen. Naja, gut, dann kommt der Muskelkater ha, womöglich ha, ha. Noch. Nee, der kommt nicht, aber Tränen kommen dann auch häufig, wenn es so langanhaltend ist. Aus voller Seele lacht. Da habe ich mich dumm und dämlich gelacht. Hab wasserfeste Mascara drauf, also Wimperntusche auch genannt, und deswegen ein Glück, also dass das Lachen jetzt nicht zulasten der Schönheit geht. Seid nicht zu steif, nehmt euch selber nicht immer zu ernst. Zum Todlachen.